Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin Moses Ruppert, wo ich euch zeige, wie Politik in der Praxis aussieht. Und in der Praxis sieht es auch so aus, dass man manchmal rumquatscht und ein bisschen Spaß macht oder über die Hobbys redet. Und das machen wir heute, nämlich der Lars Klingbeil, der Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, ist heute hier. Einer der mächtigsten Männer der Welt. Und Annalena, die jüngste Ortsvereinsvorsitzende Deutschlands. Und die Isabel, die Bewerberin für die Kandidatin zum Bundestag hier in Mannheim. Wir spielen Wettkampf. Ich sag erstmal alle Hallo. Hi. Hallo. Wir machen Wettkampf, nämlich wir spielen Gitarre, sie nicht, und sie müssen erraten, was wir spielen. Der Gewinner hat gewonnen, wenn er 3 Punkte hat. Also wenn du was spielst und sie es erraten, bekommst du einen Punkt. Genau, ich sag jetzt ganz kurz, ich weiß seit 30 Sekunden, dass ich Gitarre spiele. Moses hat sich jetzt 5 Wochen lang vorbereitet. Ich hab schon Hornhaut an den Fingern, weil ich so viel geübt habe. Wie gut also seid ihr denn beim Liederraten? Keine Ahnung. Kommt so auf den Jahrgang an, würde ich sagen. Ich spiele was man sofort lernt, wenn man Gitarre anfängt zu spielen. Ein Punkt für dich, ich helfe dir. Ja, super, war doch ganz das war gut. Das war gut. Okay, 1-0. Was noch? Das ist ein bisschen schwieriger vielleicht. Ich spiele nicht mehr, ne? Also es klingt bekannt, aber keine Ahnung. Aber so. Sing mal dazu. Es ist Steal It Up von Bob Marley. Okay. Okay, schade. Ich habe sogar gesungen leider. Aber 1-0 für den Lars. So No Woman No Cry, das hätte ich noch hingekriegt. Nein. Kannst du nicht? Nee, auch nicht. Rocklied. Rage Against the Machine. Okay, Rage Against the Machine. Aber jetzt habe ich was ihr bestimmt erratet. Ich würde sagen, es ist Bella. Aber ist das dann nicht? Oh, ich gewinne nicht. Okay. Schwäches Gitarre spielen. Hallo, meine Eltern! 1-1. Jetzt gehe ich mal vor. Ich überlebe mir noch was. Thank you.
Red, white lips, pale face, breathing in your snowflake. Ja, 18. Ja, komm. Das war aber 18. Nee, ich kann nicht singen. Der Moos ist auch nicht. Das stimmt. Sie hat's raus. Lady Gaga. Shallow. Okay. Jetzt geht jetzt es. 2-2. Okay. Okay. Dann macht jetzt gewinne ich eh. Nein. Ich habe gewonnen, 3-2 für mich. Du warst hier dran, jetzt bin ich dran. Okay, okay, wenn du nachlegst, ist es unentschieden. Komm, was du auch. Ja. 3-3. Okay, 3-3. Okay, unentschieden, sehr sozialdemokratisches Ergebnis. Danke, dass ihr diese ganze Rat habt. Jetzt Corona-Fan muss man so machen. Okay, danke, dass du heute hier warst, Lars. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei den Wahlen nächstes Jahr. Danke. Wir kämpfen. Bis dann. Ciao.